Sometime you'll win, sometime you'll lose. Was geht ab, YouTube? Pascal Subody will name in the building. Und willkommen im neuen Video. Es gab jetzt Mittwoch kein Video von mir. Jetzt habe ich Kamera und Tasche in der Hand. Das ist okay. Denn ich war krank. Ich hatte tatsächlich ein paar kleine Erkältungssymptome. Also mehr war es eigentlich auch tatsächlich nicht. Mein Hals hat eigentlich überwiegend nur wehgetan. Das hat am Samstag angefangen. Samstag habe ich aber auch noch trainiert, also ich würde sagen so gegen den Abend. Und Sonntag war es wirklich am dollsten. Da war ich dann noch sehr schwach so und wollte eigentlich den ganzen Tag noch rumliegen. Und Montag und Dienstag wurde es dann schon langsam besser. Heute ist Mittwoch und heute würde ich sagen, dass ich auch wieder trainieren gehen kann. Glücklicherweise hatte ich halt nicht mehr als wirklich nur diese Halsschmerzen und so ein bisschen Abgeschlagenheit. Also sonst habe ich immer ganz gerne dann, wenn ich so Erkältung kriege, noch irgendwie Gliederschmerzen oder so. Das ist diesmal nicht so gewesen. Und deswegen bin ich auch froh, dass das schnell wieder weg ist, dass wir das schnell wieder wegkämpfen konnten. Aber schlussendlich war es so ein bisschen Zeit, ne? So gegen Herbst, langsam, es wird kälter draußen, man zieht sich aber noch nicht so wirklich warm an. Und wenn man sich dann doch richtig warm anzieht, dann ist es irgendwie an dem Tag auch wärmer draußen, sodass du dann schwitzt. Und dann gehst du von drinnen nach draußen und bist ein bisschen verschwitzt. Naja, jeder von euch weiß wahrscheinlich, wie das so ist. Und da wird man halt mal ein bisschen krank, das kommt leider. Ich hoffe, dass ich tatsächlich jetzt so dieses bisschen hatte, sodass ich genau einen Trainingstag verpasst habe am Montag und jetzt wieder am Mittwoch in mein Training starten kann. Man, fuck these streets. Damn, these city streets are deadly to a brother, cause they're full of crooked cops and killers and undercovers. Every day it's the same thing, another fatal shooting. Somebody daddy done died, so they mama prostituting just to make ends meet and get the bills paid. Mein Tag, ups. Nice. Mein Tag sieht übrigens heute so aus. Es ist jetzt 20 nach 12. Ich habe um 12 gleich einen Termin im NQ Headquarters, also meinem Gym, mit den anderen beiden Jungs, mit denen ich das Gym betreibe. Und wir schnacken ein paar Sachen durch. Ich habe jetzt vorher die ganze Zeit Büro gemacht, also von heute Morgen um 8 habe ich Liana weggebracht. Bis jetzt um 11, also 3 Stunden. Ich habe Nachbestellungen gemacht für ein paar Produkte, habe ein paar Support-E-Mails beantwortet und ein bisschen den Shop sortiert, weil Freitag droppt das neue Trainingsprogramm The Vault. Unbedingt mal vorbeischauen auf der Website. Das ist eine Erweiterung für das Progress-Trainingsprogramm. Alle weiteren Infos bekommst du auf der Website. Ich will jetzt hier nicht zu viel dazu sagen, außer dass es sich lohnt und dass du dir das unbedingt ballern musst, und zwar 30 Mal. Damit bin ich jetzt in den letzten Tagen, wo ich krank war, halt fertig geworden. Es hat halt wirklich Spaß gemacht, das auszuarbeiten diesmal. Und vor allem auch die Zeit zu haben. Also nicht so den Stress zu haben, sondern ich war halt krank und habe auch alle meine Termine abgesagt und habe halt wirklich nur an diesem Programm gearbeitet. Ne? Naja, das steht jetzt und jetzt braucht Papa erst noch was zu essen, weil ich heute Morgen Porridge gegessen habe mit Whey. Und jetzt wieder auf dem Weg bin zu Subway, also ich stehe schon auf dem Parkplatz und baller mir jetzt ein Turkey and Ham oder so rein, bevor wir den Termin haben, weil nach dem Termin, das wird so eine Stunde dauern, ein bisschen länger, geht es für mich direkt ins Training und das muss dann, da muss ja eine kleine Basis im Bauch sein, ne, für dieses sogenannte Training. Alright, ups, jetzt habe ich, mein Gott, ich muss erstmal umgehen lernen mit meinem Equipment hier. Jetzt haben wir den Termin durch, es hat jetzt 2 Stunden gedauert, es ist jetzt also 3. Nee, es ist 2, ich war ja um 12 zum Termin, so rum. Und es ist Zeit jetzt für mich zu trainieren. Als ich noch so im Bodybuilding-Flow war damals, hätte ich, wenn ich so ein bisschen erkältet bin, leichte Erkältungssymptome habe, auf jeden Fall noch trainiert. Also zumindest, wenn ich Halsschmerzen hätte. Ich sag nicht, dass es das Beste wäre, aber so habe ich es früher gemacht. Also ich war da echt ein Hardliner. Da habe ich das Training aber auch noch geliebt. Jetzt hasse ich es. Auf jeden Fall habe ich so drüber nachgedacht, jetzt in den letzten Tagen. Und da ist mir klar geworden, dass noch nie etwas Gutes daraus gekommen ist, wenn ich so halbkrank trainieren gegangen bin. In den meisten Fällen bin ich danach sofort richtig krank geworden. Und wenn ich das halt, also ich habe mich dann, wenn ich nicht sofort richtig krank geworden bin, auf jeden Fall noch länger mit der Problematik geplagt. Na, also vielleicht, wenn die Nase nur gelaufen hat oder ich Halsschmerzen hatte, hatte ich dann locker 4, 5 Tage mehr. Und aufs große Ganze schadet dir das dann schlussendlich doch mehr, als hättest du dann einfach einen Tag Training ausgesetzt. Ne? Deswegen setze ich jetzt dann aus, besonders wenn die Corona-Zeit ist. Ich meine, ich habe zwar ein Home-Gym, ich muss also nicht in ein Commercial-Gym gehen, wo ich natürlich Risiko fahre, auch wieder Leute anzustecken. Aber trotzdem bringt es halt nichts. Ne? Also angenommen, du bist geschwächt, weil du halt ein bisschen krank wirst und dann fängst du dir auch noch Corona ein. Das wäre halt einfach perfekt.
Yes, he did. You know, gang gang since party trying all that shit though. I'm talking my shit though. Feel like I got blood on my sneaks. I be standing where my brother died. She hurt me deep inside. When I see my mama cry, y'all believe anything, even when they tell a lie. Just cause you see me slide, they don't mean that I'ma let it slide. I don't feel none of these niggas safe, like I'm paralyzed. When they come to chase me, that's an exercise. Waiting for this rap shit, we had niggas terrified. Look, had to let that sink in. I was young as hell, but still dove in the deep end. I'ma keep it real with y'all, I ain't got a preteen. Dropped out of school, so every day was like the weekend. And I ain't saying it like I'm proud, neither. But shit, I make way more than my teachers. Now I can teach the teachers. Got tired of watching niggas ball from the fucking bleachers. So I became my own leader. Money. Feel like I got blood on my sneaks. I be standing where my brother died. Shit hurt me deep inside. When I see my mama cry, y'all believe anything, even when they tell a lie. Just cause you don't see me slide, they don't mean that I'ma let it slide. I don't feel none of these niggas safe, like I'm paralyzed. When it come to chasing that money, that's an exercise. Way before this rap shit, we had niggas terrified. I don't rap about trapping that much, cause I was barely trapping. We'll shoot a nigga, then pop up like what happened. Most of these rappers be doing a whole bunch of cat pussy. We'll get a nigga rap. Okay, fam, wir sehen uns fertig mit den Candidi Deadlifts. Und es waren 4x8 Ramp-Up, was ich ja immer mittwochs mache. Jetzt mit 180, 190, 190 und 190 Kilo. Letzte Woche habe ich übrigens 205 gemacht im letzten Satz, aber ich habe schon gemerkt, wie ich einfach noch ein bisschen drained bin von der Erkältung. Einfach gehen die Übungen auch krass gerade bei mir auf den unteren Rücken. Na, der macht früh dicht. Deswegen haben wir heute nicht gesteigert. Also ich finde es wichtig, ich habe jetzt auch überall meine Reps in Reserve um ein erhöht nach oben. Weil für so einen Einstieg, ich habe jetzt Montag nicht trainiert und jetzt gehe ich Mittwoch wieder rein. Samstag habe ich das letzte Mal trainiert. Das ist natürlich keine große Sache, ne? Da brauchst du jetzt dir keine Sorgen machen, dass du irgendwie krass detrained wärst oder so. Aber weil ich halt die Krankheit gerade so wegbekommen habe, steige ich auch ein bisschen leichter ein. Das heißt, überall meine Reps in Reserve ein hoch, dass das Gewicht ein bisschen runtergeht, dass das alles kein Problem sein sollte, weil du halt doch noch ein bisschen kaputt bist. Ne? Und vor allem mein Unterrücken, wenn ich mal so ein paar Tage nicht trainiert habe, 3, hasst mich. Ich habe mich nämlich generell nicht viel bewegt. Also ich bin jetzt auch nicht viel spazieren gegangen oder so. Ich lag eigentlich nur zu Hause rum und bin wieder gesund geworden, habe am Computer gearbeitet. Und das gibt mir meinen Körper auch ins Feedback. Also meine Hüfte ist ein bisschen fest, mein Unterrücken ist ein bisschen so, oh, will nicht so richtig. Ach, müssen wir erstmal wieder reinkommen. Ja, aber ist relativ normal. Also macht euch da nicht kaputt. Dieser eine Tag macht eigentlich keinen Unterschied, dass ich den verpasst habe. Ne? Du musst dir vorstellen, wie viele Jahre trainiere ich schon, was macht ein Jahr aus? Ein Tag aus bei meiner sonstigen Adherenz. Bei mir kommt das einmal im halben Jahr vor, dass ich mal einen Tag verpasse, so ungefähr. Ne? Und deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen und auch gar keinen Stress. Wir machen jetzt Bankdrücken, Close Grip Bench, achte auch einen Ramp-Up mit 4 Sätzen. Rein in die Masse. Ich arbeite übrigens aktuell ein bisschen daran, meine Brücke besser zu machen und auch nicht mehr so schlampig zu arbeiten. Let's go, let's gucken, was wir machen können. Feel like I got blood on my sneaks. I be standing where my brother died. She hurt me deep inside. When I say my mama cry, y'all believe anything, even when they tell a lie. Just cause you don't see me slide, they don't mean that I'ma let it slide. I don't feel none of these niggas safe, like I'm paralyzed. When it come to chasing that money, that's an exercise. Way before this rap shit, we had niggas terrified. Woo!
Let's go! 140 für 8 auf der Bank. Und für alle, die mich fragen, warum ich dann keinen richtigen Lockout mache, weil das sieht immer so aus, als würde ich den Lockout so ein bisschen überspringen im oberen Bereich. Und das ist auch gar nicht mal so falsch, denn vor genau 27.03.2018, also fast genau, ja, 2,5 Jahre, habe ich mir den Arm zertrümmert. Diese schöne Narbe habe ich mir zugezogen. Und zwar habe ich mir den Oberarm zertrümmert im Gelenk. Und das hier ist übrigens original Metall, was in meinem Arm war. Das hier war an meinem Oberarmknochen befestigt mit diesen Schrauben, die Santa Muerte für mich abwiegt. If he dies, he dies. Das war übrigens eine Verletzung, die man auch noch komplett nachvollziehen kann auf meinem YouTube-Kanal. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Vorbereitung, also wer jetzt noch nicht so lange auf meinem Kanal ist, für die Weltmeisterschaft im BVDK, also im IPF, in der 83-Kilo-Klasse und 6 Wochen vor der Weltmeisterschaft in Kanada, habe ich mir den Arm gebrochen. Ja, shit happens. Was mich da damals wirklich schockiert hat, ist halt so, natürlich habe ich aus meiner Community richtig viel Rückhalt bekommen, aber aus der Powerlifting-Welt, andere Athleten, die haben dann so Memes gemacht, die fanden das witzig. Also ist echt ein harte Teil am Missgunst damals unterwegs gewesen. Ist natürlich dann witzig, wenn man das so mitbekommt, weil ich witzigerweise, glaube ein halbes Jahr später schon wieder, na 10 Monate später schon wieder meinen ersten Wettkampf gemacht habe und Bench-PR gemacht habe, während diese Menschen mit einem gesunden Arm in den gefühlt letzten 2 Jahren nicht mal stärker wurden. So, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Don't count me out. Ich habe schon bewiesen. Egal, was du mir vorwirfst, ich werde stärker wiederkommen. Egal, was für ein Stein in meinem Weg auftauchen wird, ich werde daraus Erfolg bauen. Ich bin gerade ein bisschen triggert, weil ich genau weiß, dass das immer diese hämischen Kommentare sind. Warum machst du kein Lockout? Ich kann halt meinen Arm nicht komplett strecken. Also es fehlen mir so ein paar Millimeter, ein paar Grad in meiner Streckung. Und wenn ich halt einen vollen Lockout mache beim Bankdrücken, löse ich immer ein bisschen meine Schulter. Und auf Raps ist das halt ungeil. Deswegen skippe ich halt oben einfach dieses letzte bisschen oft. Ne? Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich faul bin, weil wenn ich mich wirklich konzentrieren würde, glaube ich, würde ich auch schon hinbekommen, einen guten Lockout zu machen. Aber wir sind in einer Volumenphase, es geht darum, viel Volumen reinzubekommen und nicht unbedingt darum, technisch wirklich einwandfrei zu arbeiten. Ne? Aber nochmal so ein bisschen zu diesem Thema. Wenn du Leute um dich rum hast, mit denen du halt einfach nicht gut klarkommst, die dir einfach nicht gut tun, ne? Cut them out. Also ohne Spaß. Lass dir gesagt sein von einem weisen alten Herrn mit 32 Lebensjahren. Solange du noch jung bist, ne, fällt es dir wahrscheinlich schwerer. Weil du halt das Gefühl hast, dass du immer ein bisschen auch abhängig bist von deinem Umfeld. Umso älter du wirst, umso mehr wirst du rausfinden, dass diese Leute, dass du diesen Leuten komplett egal bist in der Regel und dass sie eigentlich auch nicht wollen, dass du erfolgreich bist. Und irgendwann, wenn du dann älter bist, wird dir halt auch klar, dass du nur für dich selbst verantwortlich bist und auch nicht für andere Leute und andere Leute schon gar nicht für dich. Du musst mit deinem Kram selber klarkommen. Wenn ich erfolgreich bin, juckt das niemanden. Wenn ich komplett abstürze, juckt das niemanden. Also außer die Leute, die sich dann freuen, dass ich abstürze. Nur ich bin für mich verantwortlich. Ich bin dafür da, meine Familie zu ernähren. Immer wenn ich Zeit für irgendwelche dummen Sachen aufbringe, weil mich irgendjemand abfuckt oder so, nehme ich Zeit weg, die ich für meine Familie da sein könnte. Ich verbringe keine Sekunde mit der Scheiße mehr. Für mich sind diese Leute einfach immer sofort gestorben. Ich habe keine Toleranz dafür. Ich habe nur einen extrem kleinen Zirkel um mich herum und darüber bin ich auch glücklich, weil ich leider sagen muss, also ich weiß, dass es daher rührt, einfach aus welchem Umfeld ich komme. Ich würde mir halt mittlerweile, ich habe auch in dieser Industrie halt sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht, zu sprechen, einfach eine sehr gute Menschenkenntnis zu haben. Und das hat man nun mal auch dadurch gelernt, dass man immer ein bisschen auf der Hut sein musste durch seine Jugend und das erwachsen werden. Was für Leute dir gut tun und was für Leute dir überhaupt nicht gut tun. Und ich sag dir einen Tipp, wenn du denkst, Mann, dieser Mensch zieht mich immer wieder runter, aber du kommst trotzdem immer wieder zu ihm, dann bist du das Problem und du bist selber schuld. Geh einfach, lass es. Hab keine Angst, auch mal ein bisschen alleine zu sein. Okay, wir machen jetzt Good Mornings und versuchen uns zu töten. Weil Good Mornings sind so die ekligste Übung. Du hast hier so das Gewicht im Nacken und dann musst du dich komplett rüberbeugen. Und ich will die gerne mit 100 Kilo machen bald. 90 habe ich schon letzte Woche gemacht. Mal sehen, wo wir heute hinkommen. Keep. I'll pass my
Also auf jeden Fall mein Lebensziel erreicht, Good Mornings mit 100 Kilo zu machen für 10 Reps. Und ja, bei der letzten Rap hat es mir voll den Rücken gezogen. Also ich kam so hoch und auf einmal wirklich so ein Stromschlag in meinen linken Rückenstrecker, aber nichts weiter. Also ich habe mich nur erschrocken, habe so, ne, das war auch die letzte Rap, so meine Knie drunter geschoben schnell, damit ich die Laster wegnehme, habe aufgestellt. Jetzt habe ich so 5 Minuten gewartet, aber ich habe gar nichts. Also ohne Spaß, ich habe nichts im Rücken. Das war, glaube ich, nur so ein, hey, watch out, bro. Watch out, bro. You're going in too fast. Also glücklicherweise war das auch der letzte Satz. Also alles gut, ich beobachte das jetzt mal, aber... Ja, ich war noch nicht bereit für 100, auf gar keinen Fall. Man sieht auf jeden Fall auch, also du musst halt wirklich bei diesen Good Mornings, ich würde sie übrigens auch gerne umnennen, Widowmakers, sehr konzentriert arbeiten, ne? Weil ich merke schon, wenn ich mal mehr, mal weniger Hip hinspringe, um ein Vielfaches mehr oder länger wird dann der Hebel und du ja, lädst halt ein bisschen mehr Last ein, wo es nicht so hin soll. Die letzte Rap war halt nicht so sauber, da hat es dann so ein bisschen mal so. Aber ja, ganz gewillt hatte ich noch nie, ganz komisch. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man zum Beispiel mal so richtig Leg Press macht oder so bei den letzten Reps, dass so der Muskel so ein bisschen so, das knistert. Ich kann es nicht beschreiben, so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es knistert so im Muskel. Du hast so das Gefühl, jetzt gleich so, nicht mehr zu viel machen, du, ne? Das kannst du kontrollieren, das war jetzt einfach so, sofort. Keine Ahnung, aber gut, ist alles gut, wir trainieren weiter. Oh, that's how you coming too? Nah, for real. This a real nigga party, you cannot get in. Busting out the mid, folding them out the Zans. I can't shake your hand. No, I'm not your friend. I don't fuck with rappers. No, I'm not a fan. Damn, niggas really shoot no accident. I can't make this shit up. I cannot pretend. Damn. You know who shot your man. You ain't tryna slash, so don't be acting like you is. Cause if you gon' slide, pussy nigga, then slide in. Let me see some fucking shots fire in. Let me shoot that crib up you had in. Don't wanna hear them loud sounds, then be quiet then. You don't wanna hear that flip, then shh. Before I sneak up on you with that rhyme with that wish a nigga would. This right here turn a nigga name into a hood. Bumped into a bitch I knew in high school. Bang tried to fuck your bitch up past due. Remember you was this. So, das war's fürs Training für heute. Ich habe jetzt mich schon umgezogen. Es ist jetzt übrigens gleich kurz vor 5. Es ist ja 5. Also schon wieder 3 Stunden Training gewesen. Naja, gut, mit Umziehen, Herfahren und so. Trotzdem. Ein bisschen was an Zeit, du. Mensch, du. Das Training war ganz gut. Ich muss auch sagen, ich hatte auch echt Dampf. Also ich denke, dass die Krankheit tatsächlich jetzt komplett überwunden ist. Dass ich halt jetzt, ich sag mal so, wenn du ein paar Tage so rumgelegen hast nach so einer kleinen Erkältung, dann bin ich auch oft down, einfach nur vom Rumliegen. Ne? Ein bisschen mehr pennen als sonst und so. Das zieht mich halt ein bisschen runter. Man ist halt nicht in seinem Groove. Naja, ich hoffe jetzt wieder die Power zu haben, den Rest des Blocks anzugreifen. Ich werde jetzt ein bisschen was verändern. Ich war ja gerade in Woche 3. Ich mache ja nur 3 Wochen und dann eine Deload-Woche. Das heißt, nächste Woche wäre schon Deload, also noch 2 Einheiten und dann Deload. Ich denke mal, ich werde nächsten Montag die Einheit noch komplett durchziehen, die ich jetzt ausgefallen lassen habe. Ich wiederhole eigentlich keine Einheiten, aber so mache ich eben aus dem Deload am Montag nochmal eine richtige Einheit und mache dann 3 Einheiten Deload, bis ich den nächsten Block angehe. Für den Folgeblock wird sich auch ein bisschen was verändern wieder. Ich wollte eigentlich auch noch ein Video machen, wo ich halt auf die Details meiner Hypertrophiephase jetzt eingehe, wie ich trainiere und so weiter und so fort. Das mache ich auch noch. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet zu Hause, aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich wollte mich eigentlich dazu zwingen, als ich krank war. Aber hey, als ich krank war, ging es auch ein bisschen darum, sich zu erholen und dann habe ich mich ein bisschen zurückgenommen und gesagt, ich mache gar nichts, außer halt an meinem Programm zu arbeiten für die Arbeit, damit ich mich auch erhole, also damit ich nicht wirklich jeden Tag einfach nur Acker. Ja, ich habe übrigens noch was aufzulösen. Und zwar hatte ich ja diese Mutter in meinem Gym, die irgendjemand hier vergessen hat. Seine Mutter. Nein, eigentlich war es nur die Mutter da hinten beim Cage, die plötzlich abgefallen ist, als ich gerade im Cage trainiert habe. Und ich habe rausgefunden, woher sie kam. Und zwar ist es eine Mutter gewesen, die von der Rückseite hier, von unten am J-Hook, hier, diese kleine Platte, die da befestigt ist. Gehalten hat. Also die hier. Ne? Da siehst du, hier ist dieses, was auch immer für ein Zeug das ist, was halt die Rückseite schützt von dem J-Hook und dem Cage. Und hier ist die Schraube und die war locker. Das war die Mutter, die verloren gegangen ist. Das heißt, ich wäre nicht gestorben, wenn es mir nicht aufgefallen wäre. Aber vielleicht hätte sich das Ding da auf der Rückseite mal gelöst irgendwann. So, der Arbeitstag ist für mich noch nicht vorbei, denn meine Schwester, meine Mitarbeiterin hier im Versandlager, ist immer noch krankgeschrieben. Was bedeutet, dass ich die Pakete packen muss? Und das war jetzt wirklich viel in letzter Zeit. Also ich war fast jeden Tag hier und habe Pakete für euch gepackt. Ja, das muss ich jetzt auch wieder machen. Ich denke mal so 2 Stunden. Ich bin da drin wahnsinnig langsam, weil ich habe kaum Routine. Ich werde zwar besser, aber ja, so ist es, wenn man
ein Geschäft führt und die Angestellten krank werden. Da muss Papa selber ran. Papa war selber auch krank, aber war natürlich hier trotzdem gearbeitet. Party, you cannot get in. Busting out the mid, folding them out the Zans. I can't shake your hand. No, I'm not your friend. I don't fuck with rappers. No, I'm not a fan. Damn, niggas really shoot no accident. I can't make this shit up. I cannot pretend. Damn, and I heard you know who shot your man. You ain't trying to slash, don't be acting like you is. Cause if you gon' slide, push a nigga then slide in. So, der Arbeit ist getan. Wir fahren jetzt zum Postlager und bringen den Kram dahin. Es ist jetzt genau 18 Uhr, also ich habe eine Stunde gebraucht, das ist eigentlich ganz okay. Und dann hat Papa Hunger. Papa hat nämlich jetzt nach dem Training noch nichts gegessen. Das heißt, ich habe das anabole Fenster missachtet. Das heißt, alle meine Gains sind lost. Ciao! They be like, duck, why you don't got a major feature? Cause I don't like rappers, and I don't wanna greet them. Fuck around, rob me. First time I meet them. Same place we catch them, same place we leave them. Pussy ass niggas not allowed in the zoo. Fuck wrong with you, who you talking to? Pussy ass niggas acting like they bulletproof. Till you get your fucking tongue chewed like it's a cool. Never left the gang, bitch, I never will. Get in the jam, damn. Fuck around, swill. Time about I am. Now-